Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Die Freiheit, die wir meinen, wird Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommen, dieser Titel. Bekanntes Buch von Dr. Jörg Haider, Die Freiheit, die ich meine, war eigentlich ein Studentenlied, ein wunderschönes. Und begrüße ganz herzlich hier in Oberösterreich den Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs und den Klubobmann im Nationalrat, Herbert Kickl. Lieber Herbert, danke fürs Kommen. Gerne. Danke, dass du mit dem Freiheitlichen Parlamentsklub Oberösterreich, im speziellen Linz, ausgewählt hast, zu einer Klausur, die sich mit wesentlichen Themen beschäftigt. Wir sind ja harte Sachpolitiker. Wir setzen uns mit Argumenten auseinander. Das ist ja ein bisschen verloren gegangen in den vergangenen Jahren und insgesamt in den vergangenen Monaten, wie man sieht, bei den Regierenden in Wien. Wir wissen, von was wir sprechen. Wir setzen uns intensiv damit auseinander und wir laden dazu auch immer Experten ein. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an den Universitätsprofessor Dr. Geistlinger. Herr Geistlinger ist bekannt. Er ist ein renommierter Experte für Völker- und Europarecht an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Und er hat gestern einen Vortrag gehalten vor den Abgeordneten und ich durfte diesem Vortrag beiwohnen, war eingeladen, die Genfer Flüchtlingskonvention, Fakten und Mythen. Beginnen mit dem inhaltlichen Teil wird Bundesparteiobmann, Klubobmann Herbert Kickl. Dann werde ich insbesondere zu den Fragen der Migration etwas sagen und dann anschließend das dritte, last but not least, der Herr Professor. Vielen Dank einmal für Ihr Interesse. Bitte, lieber Herbert, und wie Sie sehen, wir verstehen uns nicht nur wunderbar, wir kämpfen gemeinsam in Oberösterreich und werden ein gutes Ergebnis zustande bringen. Bitte, Herbert. Danke, lieber Manfred, lieber Landeshauptmann, Stellvertreter. Ja, ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich darf mich ganz herzlich für das große Interesse an der heutigen Pressekonferenz bedanken. Bin ein bisschen überrascht. Das ist ein Großaufgebot der Medien, aber es ist gut so. Wir haben ja auch einiges zu berichten und die tun mir heute ein bisschen leichter, weil ich ja flankiert bin, sage ich mal, von zwei sehr, sehr starken Persönlichkeiten. Auf der einen Seite Manfred Heimbuchner. Er hat schon gesagt, dass er gestern auch bei uns im Zuge der Clubklausur dabei gewesen ist. Er hat nicht nur zugehört, er hat sich natürlich auch entsprechend in die Diskussion eingebracht. Und danke, lieber Manfred, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dich aus einer sehr, sehr intensiven Wahlbewegung ein paar Stunden herauszunehmen und mit uns diese wichtigen Themen zu diskutieren. Und er hat ja die Wahlbewegung schon angesprochen. Ich habe dann quasi die Gegeneinladung bekommen und war dann mit ihr am Abend auch in Freistadt. Und ich muss nur sagen, es läuft ganz hervorragend für die Freiheitlichen in Oberösterreich. Ich bin überzeugt davon, dass das ein ausgezeichnetes Ergebnis für dich und dein Team sein wird am 26. Und du hast es dir auch wirklich verdient, dass es eine Fortsetzung der freiheitlichen Politik in Regierungsverantwortung auch in Oberösterreich gibt. Das ist das Beste, was dem Land und der Bevölkerung passieren kann. Und auf der anderen Seite, Professor Geistlinger schon kurz vorgestellt, das ist einer, der, wenn er das Wort Genfer Flüchtlingskonvention in den Mund nimmt, weiß, wovon er spricht. Das ist nicht immer der Fall, weil da wird sehr, sehr viel darüber geredet und sehr, sehr wenige wissen wirklich, worum es geht. Das ist eine recht komplexe Materie und ich bin immer froh, den Professor Geistlinger im Hintergrund auch zu haben. Und ich glaube, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, er ist derjenige Mann, der uns mit seiner Expertise unglaublich dabei geholfen hat, die Grauslichkeiten des UN-Migrationspaktes abzuwehren. Er hat uns also damals auch mit den Argumenten beliefert, die dann dazu gedient haben, dass wir die ÖVP davon überzeugt haben, dass das, was sie bisher gemacht haben, ein Blödsinn war. Und so ist es uns dann auch gelungen, den EU-Migrationspakt auf Bundesebene in Zeiten unserer Regierungsbeteiligung zu verhindern. Ja, meine Damen und Herren, ich kann es mir nicht verkneifen, eine persönliche Anmerkung. Ich meine, die Tatsache, dass ich seit Montag jetzt in Linz bin und dass ich glaube, es war am 3.9., dass ich dort in Wels gewesen bin beim Auftakt und die Tatsache, dass ich am Freitag in Ried sein werde und kommende Woche in Linz dann auch bei der Abschlusskundgebung der Freiheitstour, ist ja irgendwie der augenscheinliche Beweis, dass die österreichische Volkspartei mit ihrem vollmundigen Wahlkampf versprechen, möchte ich fast sagen, Oberösterreich kickelfrei zu halten, fulminant gescheitert ist, nicht?
Ich sage dazu nur eines. Jemanden auszusperren oder jemanden irgendwie ausboten zu wollen oder jemanden mundtot machen zu wollen, die Argumente eines anderen nicht hören zu wollen, das ist ja nicht wirklich ein Zeichen der Stärke. Ich würde ja eher sagen, es ist ein Zeichen der Schwäche, und mich haben gerade gestern viele Leute darauf angesprochen, die haben gesagt, das ist eigentlich ein Zeichen der Angst. Aber diejenigen, die das zum Ausdruck gebracht haben, werden schon wissen, warum sie es tun. Und was die ÖVP dabei vergisst, ist eines, dass sie, wenn sie mich angreifen, dass wenn sie da in dieser Art und Weise auf mich losgehen, dass sie damit ganz, ganz viele Menschen attackieren, dass sie damit ganz, ganz viele Menschen ausgrenzen und aus dem Diskurs aussperren wollen, die genauso denken, wie ich es tue. Das vergessen die Herrschaften von der ÖVP. Und das zeigt mir wiederum, dass der Landeshauptmann Stelzer zwar den Hausverstand plakatiert, aber ihn offenbar nicht lebt. Denn sonst könnte man einen solchen Lapsus nicht begehen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gestern mit den Beratungen mit der Klausur des Parlamentsclubs die ersten Weichenstellungen für den politischen Herbst, für unsere Herbstarbeit vorgenommen. Wir haben ein paar Eckpfeiler, möchte ich sagen, eingeschlagen. Und die Ausgangslage ist eigentlich eine relativ klare. Die Freiheitliche Partei ist im Steigflug. Das wird die nicht freuen, die uns vor ein paar Wochen noch was ganz was anderes prophezeit haben. Uns freut es umso mehr. Und mich als Parteiobmann freut es, dass wir schon sehr, sehr rasch mein erstes Etappenziel auch erreicht haben, nämlich die 20%-Marke. Die ersten Umfragen diesbezüglich gibt es ja, und ich glaube, es werden recht bald die nächsten folgen. Und da sehe ich schon die SPÖ in Reichweite, in Schlagdistanz, möchte ich sagen. Und ich habe nicht umsonst bei einer Wahlkampfrede auch gesagt, dass die SPÖ die Ersten sein werden, die wir uns schnappen. Das Zweite ist, die zweite strategische Grundposition oder Grundvoraussetzung ist, dass wir das einzige Gegengewicht sind in dieser Republik auf Bundesebene als Oppositionspartei zur schlechtesten, möchte ich sagen, zur schlechtesten Regierung, die dieses Land jemals gehabt hat. Und es ist deshalb die schlechteste Regierung, weil sie die freiheitsfeindlichste Regierung ist, weil sie die wirtschaftsfeindlichste Regierung ist, weil sie die arbeitsplatzfeindlichste Regierung ist und weil sie auch mit dem Begriff Heimat nicht wirklich etwas anfangen kann. Deswegen ist dieses türkis-grüne Projekt die schlechteste Regierung aller Zeiten. Und wir sind, das ist die dritte strategische Voraussetzung, die einzige Oppositionspartei. Wir sind ja quasi auch in Opposition zu diesem politischen Zwitterwesen, wie die SPÖ eines darstellt, wo man nicht weiß, was das ist. Am Vormittag Opposition, am Nachmittag Regierung. Ja, ich weiß nicht, immer sozusagen dazwischen drin, immer sozusagen halber der Versuchung erlegen, dann doch noch irgendwie in diese Regierung kurz eintreten zu können, wenn alle Stricke reißen. Und da bleibt dann halt nur eine Oppositionspartei, die sich halt auch mit denen anlegen muss, die unter dem Räuberleiter-Syndrom leiden. Das Motto der Clubklausur ist gewesen, Manfred hat schon gesagt, die Freiheit, die wir meinen. Und es wird, glaube ich, noch ein bisschen klarer, was wir damit zum Ausdruck bringen wollen, wenn Sie das Wort Freiheit durch Selbstbestimmung ersetzen. Selbstbestimmung, das ist das, worum es geht. Und die Selbstbestimmung betrifft zwei Ebenen. Sie betrifft die Selbstbestimmung für jeden Einzelnen von uns als Individuum, das ist die eine Seite. Und die zweite Komponente der Selbstbestimmung, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, das ist die Selbstbestimmung eines Staates. Das ist die Selbstbestimmung der Republik Österreich. Und beide Komponenten werden durch eine unverantwortliche Regierungspolitik gefährdet. Was die Selbstbestimmung des Einzelnen betrifft, kennt jeder die Beispiele aus den letzten 1,5 Jahren. Meinungsfreiheit, naja, gibt es das überhaupt noch, wenn man eine andere Position hat? Denken darf man sich's noch, aber beim Lautsagen wird es schon problematisch in Österreich im Jahr 2021. Da ist man noch im mildesten Fall ein Schwurbler. Im schlechtesten Fall schon einer, der an der Grenze zur Kriminalität oder Fall für den Sektenbeauftragten ist. So weit ist es mit der Meinungsfreiheit gekommen. Bei der Versammlungsfreiheit das Ähnliche. Wenn es regierungskritisch ist, wird es untersagt. Ob das verfassungskonform ist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Und so geht es munter weiter. Recht auf Datenschutz, sonst immer eine heilige Kuh, insbesondere für die Grünen, wird mit Füßen getreten. Recht auf Privatsphäre, jo, wo ist das alles hingekommen? Um jedes Eck, wo du kommst, musst du Angst haben, dass jemand vorhupft und dich nach deinem Impfstatus fragt. Also diese Selbstbestimmung des Einzelnen ist massiv gefährdet. Dazu zählt im Übrigen auch eine Gefahr, ich möchte sagen, zum Beispiel wenn es ums Recht auf Eigentum geht. Einfach deshalb, weil durch überbordende Steuerpläne, meistens daherkommend unter dem Ökomäntelchen, natürlich auch die Leistung in diesem Land, und Leistung ist ja dann sozusagen das, was sich dann irgendwann einmal auch in Bezahlung oder auch in Eigentum manifestiert und anschauen lässt, wo das auch noch unter die Räder kommt.
Und was den Staat betrifft, haben wir ähnliche Entwicklungen. Dort droht das Gefahrenpotenzial von der Europäischen Union oder von anderen supranationalen Einrichtungen, die immer mehr hineinpfuschen in das, was eigentlich unsere ureigenste Selbstbestimmungsmöglichkeit wäre. Und der ganze Asyl- und Fremdenbereich ist ein solches Beispiel. Aber Sie können genauso gut die EU-Schuldenunion hernehmen. Auch das ist de facto eine Art Besachwalterung, die da von oben her passiert und die uns Spielraum nimmt, aus meiner Sicht eine maßlose Kompetenzüberschreitung der Europäischen Union. Wir haben gestern drei große Problemfelder herausdefiniert, wo wir als Freiheitliche mit einer Politik des Hausverstandes, möchte ich sagen, mit einer Politik des Maßes, mit einer Politik der Verhältnismäßigkeit, das sind ja die Kategorien, die gegenwärtig überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, die besseren Antworten geben wollen, als es die Bundesregierung tut. Das eine, nicht verwunderlich, Corona. Das zweite, Asyl. Und das dritte ist auch die Klimathematik. Diese drei Dinge bilden so etwas Ähnliches wie ein politisches Bermuda-Dreieck. Und in diesem Bermuda-Dreieck drohen eben Dinge wie die Selbstbestimmung, wie der Wohlstand, wie die Sicherheit und letztendlich auch die Identität unserer Heimat unterzugehen. Und ich möchte zu den drei Bereichen jeweils kurz etwas sagen. Corona. Heute ist ja wieder so ein Tag, den man sich im Kalender eintragen sollte. Heute ist ja wieder so ein Tag, wo ein neues, möchte ich sagen, chaotisches und vor allem evidenzbefreites Maßnahmenpaket von Seiten der Bundesregierung wieder auf den Weg gebracht wird. Also jetzt haben wir den Mund-Nasen-Schutz gehabt. Der Mund-Nasen-Schutz hat die FFP2-Maske abgelöst. Und jetzt wird der Mund-Nasen-Schutz wieder durch die FFP2-Maske abgelöst. Also wir drehen uns da irgendwo in einem Radl. Und das ist ein Beispiel, dass immer dieselben Maßnahmen in einfach einer anderen Mixtur und Zusammenstellung zum Einsatz kommen. Es sind lauter Maßnahmen, die uns bisher nicht erfolgreich sein haben lassen an der gesundheitspolitischen Front. Es ist auch der erste Tag, wo man jetzt das, was ich immer als Gesundheitsapartheitssystem bezeichnet habe, wo das vorangetrieben wird. Durch die 1G-Regel, die ja jetzt quasi Kraft Erlass, glaube ich, des Gesundheitsministers für die Nachtgastro und für den Veranstaltungsbereich gelten soll. Das ist also ein spannendes Modell. Arbeiten darfst, Steuern zahlen darfst, deine Krankenversicherungsbeiträge zahlen, alles das darfst du. Aber ins Nachtlokal darfst du nicht, auch wenn du getestet bist und damit ganz genau weißt, was mit dir los ist, im Unterschied zu den Geimpften, die ja in der Regel nicht getestet sind. Alles das hat mit einer vernünftigen Gesundheitspolitik überhaupt nichts mehr zu tun. Für mich ist das schon eher ein Ausdruck der politischen Hilflosigkeit. Und das alles hat ja nur das Ziel, die Leute, ich habe schon manchmal den Eindruck, so zu frustrieren, dass sie sagen, ich stürze mich jetzt freiwillig in die Nadel, weil mir das alles schon lieber ist, als mich mit diesen dauernd neuen Verordnungen und mit diesem Chaos herumzuschlagen, wo sich eh schon kein Mensch mehr auskennt. Also die Impfung, der Gamechanger, den man von Anfang an beschrieben hat, das soll die Lösung sein, obwohl wir wissen, dass die Impfung die Erfolgsversprechen, die die Politik in ihrem Zusammenhang getätigt hat, nicht hergibt. Wenn es anders wäre, dann ist es unerklärbar, dass die Infektionszahlen Anfang September 2021 viel, viel höher sind, um ein Vielfaches, als sie erst 2020 gewesen sind. 2020 hat es keine Impfung gegeben. Und ich habe mich gestern erkundigt in Innsbruck, Uniklinik, 23 Hospitalisierte, Stand gestern, 11 davon geimpft. Also ich weiß nicht, wo da der durchschlagende Erfolg liegt. Und deswegen glaube ich, es braucht weniger von diesem Herumgewurschtel, es braucht endlich einen vernünftigen Plan B, den werden wir in der kommenden Woche auch der Bevölkerung präsentieren. Ich möchte nur ein paar Eckdaten sagen. Der Kernpunkt ist eigentlich ein ganz einfacher. Weg mit jeder Form von Impfzwang und Impfdruck. Freiwillig kann das selbstverständlich jeder machen. Aber ein Verhindern von schweren Krankheitsverläufen und von Hospitalisierungen und damit natürlich auch von Todesfällen durch ein frühzeitiges Einsetzen von Medikamenten, die es ja gibt. Das heißt, wenn jemand als symptomatischer getestet wird und der Test geht positiv aus, dann hat er eigentlich von der Minute 1 her sozusagen medizinisch entsprechend betreut zu werden. Das ist eine total offene Flanke, die es hier bisher in Österreich gibt. Die Leute werden nach Hause geschickt, dann sitzen sie oder liegen sie in der Quarantäne herum und niemand kümmert sich um sie.
Und dann muss er sich erst brutal verschlechtern. Und wenn es dann so schlecht ist, dass man im Spital ist, fängt man mit der Medikation an. Und dann hat man genau diese Problematik, dass die Intensivstationen voll sind und so weiter und so weiter. Das muss durchbrochen werden. Individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten. Und da gehört es dann im Übrigen auch dazu, das ist ein weiterer Baustein unseres Plan B, dass man hergeht und einmal flächendeckend den Immunstatus in der österreichischen Bevölkerung feststellt. Das ist ja das Allererste, was ein Gesundheitsminister eigentlich wissen wollen sollte. Das ist ja ganz was Positives, wenn ich dort feststellen würde, dass ich weiß nicht, wie viele Österreicher, Hunderttausende oder Millionen möglicherweise schon geschützt sind, weil sie Antikörperimmunität haben oder weil sie T-Zellenimmunität haben. Das wären ja Frohbotschaften, die dringend in die Bevölkerung hinausgehörten, aber das passt halt nicht ins Konzept des Erlösertums, das die ÖVP seit einem Jahr versucht. Also ich glaube, dass wir damit mit diesem Plan B einen sehr, sehr positiven Beitrag im Land zur Frage des Umgangs mit Corona leisten. Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Das, was ich gesagt habe, das wird in anderen Ländern angewandt. Es wird sehr erfolgreich angewandt. Es ist billiger, es ist ungefährlicher, es ist einfacher als das, was die Regierung jetzt macht. Und es ist vor allem, und das ist für mich der entscheidende Punkt in der ganzen Debatte, der Ansatz, der Freiheit und Gesundheit miteinander verbindet und nicht gegeneinander ausspielt. Es ist derjenige Ansatz, der dazu führen soll, dass die Spaltung der Gesellschaft überwunden wird und dass nicht die Gräben immer tiefer werden. Das ist nämlich das Modell, das die Regierung vorantreibt. Zweiter Punkt, Asyl. Ja, ausgerechnet an dem Tag, an dem wir erfahren, dass ein Somalier, Klammer auf, wieder einmal einer aus der immer größer werdenden Gruppe der Asylanten, Asylwerber, illegalen Migranten, man kann das eh alles nicht mehr auseinanderhalten, Klammer zu, in Österreich zwei Frauen kaltblütig ermordet hat, wo das ganze Land ohnehin noch im Schock steht, nach dem Tod, der Ermordung und der Vergewaltigung von der kleinen Leonie. Ausgerechnet an dem Tag hat der Innenminister dieser Republik nichts Besseres zu tun, als den Österreichern die nächste Hiobsbotschaft zu servieren. Und diese Hiobsbotschaft lautet, naja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in diesem Jahr 30.000 illegale Migranten in Österreich aufnehmen. Das kommt mit einem resignativen Unterton daher, dass mir als ehemaliger Innenminister schlecht wird. Der tut ja so, als ob das eine schicksalshafte Fügung wäre. Der tut ja so, als ob man da nicht irgendetwas dagegen unternehmen könnte. Und da stoßt man dann wirklich sauer auf. Und bei den 30.000, meine Damen und Herren, da ist das gar nicht eingerechnet, was jetzt noch von Richtung Afghanistan zu uns sich in Bewegung macht. Von denen reden wir noch gar nicht, sondern das sind nur die, die sich am Balkan gestaut haben, auf jener Balkanroute, die der Sebastian Kurz angeblich geschlossen hat, wo er jetzt in einer italienischen Zeitung zugeben hat müssen, naja, ich glaube 8.000 oder was sind es allein heuer, die bereits über diese angeblich geschlossene Balkanroute gekommen sind. Und der Nehammer redet sich auf die Europäische Union aus. Und er sagt, die sind deswegen da, weil die Europäische Union versagt. Da hat er recht. Es gibt keinen Außengrenzschutz bei der Europäischen Union. Aber was der Nehammer nicht dazu sagt, ist, dass das, was die Europäische Union unter Außengrenzschutz versteht, nicht das ist, was wir und was die Bevölkerung unter Außengrenzschutz versteht. Da reden wir nicht von Abwehr, da reden wir schon gar nicht von Verteidigung, aber das wäre notwendig, sondern da reden wir von einer organisierten Art und Weise des Aufnehmens. Das ist das Modell, das die Europäische Union haben will. Und wenn sich die Europäische Union durchsetzt, also wenn der Nehammer das bekommt, was er will, dass die Europäer das machen, dann muss man weiter aufpassen, weil das bedeutet dann, dass europäische Beamte möglicherweise nach einem einheitlichen Standard, der nicht unseren Vorstellungen entspricht, Entscheidungen treffen und dass dann in weiterer Folge die Flüchtlinge quer über die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt werden. Ob die Bevölkerung das will oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Und das ist nicht das freiheitliche Modell. Und ausreden kann er sich ja deswegen nicht, weil es gibt auch eine ganze Fülle von Hausaufgaben. Wenn die Europäische Union versagt, dann ist ja er umso mehr gefordert. Dann kann er nicht hergehen und sagen, ich kann nichts machen, sondern dann ist er umso mehr unter Zugzwang. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das muss die Einstellung eines Innenministers sein. Und kein Mensch in der EU kann dem Herrn Innenminister der Republik Österreich die Verantwortung für die Sicherheit auf seinem Territorium abnehmen. Keiner. Ich habe das in jeder internationalen Konferenz so gesagt, weil man immer versucht, uns hineinzupfuschen, aber die Verantwortung tragen wir selber und sonst niemand. Und ganz ehrlich, es gibt keine einzige Maßnahme im Asylbereich, seitdem nicht mehr die FPÖ im Innenministerium ist, die eine Verschärfung gewesen wäre. Es gibt keine einzige.
die Asylzahlen explodieren, seitdem es keinen freiheitlichen Innenminister mehr gibt. Das ist die Wahrheit. Und wir sind weit davon entfernt, insbesondere an unseren Grenzen zu Slowenien, also Stichwort Balkanroute, einen effektiven Grenzschutz zu haben. Nichts davon. Ich habe als Innenminister ein Projekt in Auftrag gegeben, bauliche Maßnahmen zu überprüfen. Das heißt am Zaun, Modell Viktor, habe ich damals gesagt, einen ordentlichen. Ja. Das in Auftrag gegeben mit Planungsarbeiten, weil wir ja gelernt haben aus 2015 und wissen, wo die Druckpunkte sind, weil wir wissen, wo sie kommen und weil allein, wenn ich dort anfange, mit Baumaschinen aufzufahren und einen Zaun auch aufzustellen, in Windeseile Slowenien in Bewegung kommt und das Gleiche an seiner Grenze macht. Weil das wollen die nicht haben, dass die dann auf der anderen Seite unseres Zaunes sitzen bleiben und in Slowenien sind. Und so wird der Druck weitergegeben. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie Österreich selbst hier in dieser Form etwas gestalten kann. Wir werden also nicht müde werden, hier weiter Druck zu machen, national, aber natürlich auch, das muss ich dazu sagen, auf internationaler Ebene, im Verbund auch mit den anderen patriotischen Parteien, weil wir müssen raus, und das habe ich als Innenminister immer gesagt, aus dieser Flickschusterei im Asylbereich, aus dieser Reparaturmentalität. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Altlasten reparieren, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass es keinen neuen Zugang gibt. Wenn ich das nicht stoppe, dann kann ich mit dem Abschirm aufhören, weil ich nie so viele wieder rausbringe, wie auf der anderen Seite reinkommen. Und das ist ja auch jetzt die Bilanz des Herrn Innenministers. Jeden Tag kommen viel mehr, als er jemals rausbringen kann. Und das endet in einem Desaster. Und wir stehen hier vor einer Schicksalsfrage der Europäischen Union. Da geht es um Sein oder Nichtsein, genau bei dieser Frage. Und mein Modell ist ganz einfach. Ich habe auch keine Scheu, das so auszusprechen. Das heißt Festung Europa. Eine Festung ist was Positives. Sie schützt denjenigen, der in dieser Festung ist. Und genau das will ich tun. Die österreichische Bevölkerung schützen. Und das ist auch notwendig. Jetzt bin ich wieder am Beginn der Geschichte. Vor irgendwelchen Somaliern oder Afghanen, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben. Die heute, und das kann man nicht bestreiten, in der Kriminalstatistik eine besondere Auffälligkeit aufweisen. Auch das ist ein Faktum und hat nichts mit Hetzerei zu tun. Ja, also eine Festung Europa, sodass es nicht mehr möglich ist, dass irgendjemand, der nicht aus einem Nachbarland der Europäischen Union kommt, bei uns einen Asylantrag stellen kann. Da müssen wir hin. Dann wird das Ganze etwas und sonst wird es nichts. Und wir müssen den Automatismus durchbrechen, dass jeder, der es irgendwie zu uns schafft, der sich schleppen hat lassen und, nur weil er das Wort Asyl herausbringt, dann in Österreich de facto einen Aufenthaltstitel hat. So geht das nicht weiter. Und ich werde dafür kämpfen, auch wenn die Freiheitliche Partei die einzige Partei ist, die diese Position vertritt. Es werden die anderen dann schon noch draufkommen. Hoffentlich ist bis dorthin nicht zu spät. Wir werden noch einmal unseren 10-Punkte-Plan einbringen zur Abwehr von Gewalttaten durch Asylanten. Wir haben das einmal schon im Plenum gemacht, wir haben namentlich abstimmen lassen und die Österreichische Volkspartei unter Federführung ihres oberösterreichischen Klubobmannes August Wöginger hat sich natürlich dagegen ausgesprochen. Vielleicht ist jetzt nach den jüngsten Ereignissen, nach diesen Morden des Somaliers, der Groschen auch bei der ÖVP gefallen, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen noch sterben müssen, wie viele Menschen noch vergewaltigt werden müssen, wie viele Leute noch umgebracht werden müssen, dass da irgendetwas in Bewegung kommt. Und dritter Themenbereich, ganz kurz Klima. Da erleben wir auch gegenwärtig eine Politik, die unter dem Namen Klimaschutz in gewisser Weise das Kind mit dem Bad ausschüttet. Und das ist nie gut. Das ist aber das, was gegenwärtig passiert, weil das, was vorgeschlagen wird an sogenannten Klimaschutzmaßnahmen und das, was teilweise schon beschlossen ist, weil das Maßnahmen sind, die in Wahrheit viel, viel mehr Schaden anrichten, als dass sie Gutes tun. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das kann man übertünchen dadurch, dass man Steuererhöhungen als Beitrag zur Rettung der Welt deklariert. Das ist so das linke Modell. Wir retten jetzt in Österreich das Weltklima. Das ist natürlich ein totaler Nonsens. Das ist ein totaler Nonsens. Das Einzige, was wir machen, ist, wir gefährden die heimische Wirtschaft, wir gefährden die heimischen Arbeitsplätze, wir gefährden den heimischen Wohlstand. Das sind die Auswirkungen einer solchen überzogenen und maßlosen Klimapolitik. Wir schwächen damit die Haushalte, die sowieso durch eine verfehlte Corona-Maßnahmenpolitik immer mehr finanziell unter Druck kommen. Wir machen alles teurer. Wer soll sich das nur leisten können? Und ich sage dazu, dass wir Freiheitliche eine längere Tradition in Sachen Umweltschutz haben als die meisten unserer politischen Mitbewerber. Wir waren schon Umweltschützer, da hat es die Grünen noch gar nicht gegeben.
ein Blick ins Archiv ist da sehr aufschlussreich. Wir waren immer für den Umweltschutz, wir waren immer für den Schutz unseres Lebensraums, für die Natur, für die Tier- und Pflanzenwelt, fürs Wasser, gerade in Oberösterreich mit zahlreichen Landesräten, für die Wälder und für den Boden. Und wir waren auch übrigens die Ersten, die die Atomkraft offensiv abgelehnt haben. Da hat es bei den anderen auch länger gedauert. Und deswegen sind wir selbstverständlich für den Ausbau der erneuerbaren Energie. Das ist vollkommen richtig. Das soll man auch machen. Österreich hat gute Ressourcen und das passt auch zu dem Konzept der Selbstbestimmung. Das ist gut, wenn man auch im Energiebereich selbstbestimmt ist. Aber dann muss man auch dazu sagen, dass Österreich schon jetzt Spitzenreiter ist im Bereich der erneuerbaren Energie und dass eines nicht passieren darf, dass durch diese Ausbaupläne, weil man völlig überbordende internationale Klimaziele erfüllen muss, die man selber zuerst unterschrieben hat, ja, völlig, völlig hirnrissig, dass man damit den Energiepreis so in die Höhe treibt, dass diese Negativspirale, von der ich früher gesprochen habe, in Bewegung kommt. Dann wird es kontraproduktiv und dann muss man reinfahren. Also nicht nur schauen auf den Ausbau der erneuerbaren Energie, sondern auch schauen, ist das Ganze leistbar oder gefährdet es den Wohlstand? Und dann kommt noch eine dritte Komponente dazu, die heißt, wir müssen ja auch eine Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist ja nicht so einfach. Was mache ich denn in Spitzenzeiten? Ein Windradl funktioniert halt nur, wenn der Wind geht. Und mit Solarpanelen komme ich halt nur dann weiter, wenn die Sonne scheint. Aber die Spitzenzeiten sind dann im Winter, wenn es finster ist. Und was mache ich in den Stoßzeiten? Und so ehrlich muss man dann sein. Und ich will dann nicht haben, dass das zu einem Ausbau der Atomenergie führt in anderen Bereichen, die wir dann importieren, damit man genau diese Spitzen wieder abdeckt, weil dann haben wir sozusagen dem Dreck ein Watschen gegeben. Und deswegen, evidenzbasiert auch im Bereich der Umweltpolitik vorgehen, das ist der freiheitliche Ansatz und nicht mit der CO2-Brechstange, so wie man das gegenwärtig passiert, wo man ja schon fast wieder ähnlich wie bei Corona quasi religiös unterwegs ist, ja, wo man das alles zu einer Art Glaubensfrage macht. Das hat mit Glauben nichts zu tun, das hat mit Wissen etwas zu tun, das hat mit Fakten etwas zu tun und das hat mit Berechnung etwas zu tun. Ja, und auch hier werden wir sozusagen entsprechende Initiativen auf parlamentarischer Ebene setzen, weil ich will nicht, dass die österreichischen Steuerzahler dafür brennen, dass wir einen Ausbau machen mit Technologie, die wir aus China zukaufen. Und die Chinesen können das deswegen so billig produzieren, diese Solarpaneele und die ganzen Batterien, weil sie billige Energie haben. Und warum haben sie billige Energie? Weil sie über 1000 Kohlekraftwerke haben. Und da beißt sich dann bei all diesen Dingen die Katze in den Schwanz und deswegen sage ich, es ist auch in dem Bereich notwendig, dem Hausverstand zum Durchbruch zu verhelfen. Jetzt bin ich schon fertig. Danke für die Geduld, lieber Manfred. Du bist am Wort. Danke, Herbert. Ich wollte nur ergänzen, und 600 weitere Kohlekraftwerke sind derzeit in Planung und Bau in Asien, nur damit man mal die Dimension nebenbei kennt, was da alles so passiert, eben Fakten und Evidenz passiert. Danke. Ich werde auf den Fall des Somalias eingehen, weil der einen großen Oberösterreich-Bezug hat. Wie Sie wissen, am vergangenen Montagnachmittag hat ein Somalier nach eigenen Angaben in Wien Favoriten zwei Frauen im Alter von 35 und von 37 Jahren bestialisch umgebracht, erstochen und mit einem Nudelholz erschlagen. Die vierjährige Tochter war Gott sei Dank nicht anwesend und hat diesen Vorfall überlebt. Gegen den asylberechtigten Somalier gab es laut Medienberichten bereits mehrere Anzeigen. Wegen Verdachts auf Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch in Zusammenhang mit Sachbeschädigung und schwere Körperverletzung. Schwerste Delikte, lauter Verbrechen nach dem StGB, lauter Vorsatzdelikte. Diese Straftaten sollen den Anzeigen zufolge hier in Linz verübt worden sein. Jedoch wurden die dazugehörigen Strafverfahren, wie man hört, aus derzeit nicht näher bekannten Gründen allesamt eingestellt. Und das, was ich mir erwarte in diesem Zusammenhang, das ist eine vollkommene Aufklärung. Hier ist eine Aufklärung auch durch die Justiz notwendig, auch durch die Justizministerin Sadic. Und weil diese Verfahren alle eingestellt wurden, ist auch das eingeleitete Asylaberkennungsverfahren gegenstandslos
geworden. Und so konnte dieser mutmaßliche Mörder weiterhin in Österreich bleiben. Allerdings, und ich zitiere hier Medienberichte, ich verfüge über keinen Akt natürlich, dürfte noch immer ein Strafverfahren offen sein, auch wieder ein Sexualdelikt, das er vor wenigen Wochen im August 2021, also in diesem Jahr, verübt haben soll. Und ich erwarte mir, dass all das, was in den Medien publiziert wurde in den vergangenen Tagen, dass alles lückenlos aufgeklärt wird. Warum, wenn das stimmt, dass diese Verfahren eingestellt wurden, warum wurden diese Verfahren eingestellt? Weil es sind lauter Vorsatzdelikte. Also das ist eine sehr ernüchternde Faktenlage. Und es ist schon interessant, wie sich jemand in unserem Land aufführt, der selbst um Schutz angesucht hat. Und wir kennen das alles. Seit 2015 gibt es eine Rolle der Gewalt und des Terrors gegenüber Österreicher, insbesondere gegen unsere Frauen. Seit Jahren müssen wir ansehen, wie unsere Frauen und Kinder von Islamisten, Syrern, Afghanen und anderen Migranten aus dem Nahen Osten offensichtlich als Freiwild verfolgt werden. Und es ist so weit gekommen, dass in Österreich österreichische Frauen und Kinder Schutz vor Schutzsuchenden brauchen. Migranten aus dem Mittleren und Nahen Osten, aus Afrika, wurden nahezu eingeladen von der Europäischen Union, von den Mitgliedstaaten, von der UNO und von NGOs unter dem Versprechen einer gewissen All-Inklusiv-Betreuung nach Europa zu kommen, und zwar illegal nach Europa zu kommen. Und illegal natürlich auch nach Österreich zu kommen. So ist es natürlich zu Enttäuschungen gekommen, zu einer Nichterfüllung der Versprechen. Die Bilder, die man vermittelt hat über Smartphones, über die ganze Welt hinaus. Und diese Aggression, aufgrund dieser Enttäuschung, diese Aggression wird ausgeübt gegen die heimische Bevölkerung. Und die Verantwortlichen auf Bundesebene, auch auf Ebene der Europäischen Union, sind nicht dazu willens, dass man hier eindeutig etwas unternimmt, damit den Asylmorden und der Asylgewalt einmal ein Ende gesetzt wird. Und einzig und allein in der Zeit, wo Herbert Kickl Innenminister war, ist auch die Migration zurückgegangen in Österreich. Übrigens hat es keinen Lockdown gegeben. Da waren nicht so strenge Grenzkontrollen natürlich, aufgrund von Schengen und der europäischen Abkommen. Jetzt im Rahmen des Lockdowns, wo man alle möglichen Leute auch kontrolliert hat, auch bei der Ausreise und Einreise, hat es trotzdem viel mehr Migranten gegeben, einen Zuwachs von 2/3 als in der Zeit unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung. Das sind Fakten, die kann man nicht wegschieben, und da nutzen auch die Fotos nichts von allen möglichen Balkangipfeln, wo man alle möglichen Leute einlädt. Wir kennen das ja aus der Politik, wenn immer nur Gesprächsrunden stattfinden, also wenn du nicht mehr weiter weißt, so gründe einen Arbeitskreis, jetzt sind das lauter Gipfeltreffen, das ist ein Gipfelkreis, wenn man nicht mehr weiter weiß. Und die Schuld haben also nicht die Polizisten, die Exekutive auf der Straße, die sind mittlerweile sowieso vollkommen überfordert, weil die müssen ja die Quarantäne überprüfen. Ich kenne wieder einige, die Corona-positiv sind, die alle natürlich Besuch bekommen von der Polizei. Und glaubst du, was die Polizei macht, ist nicht gern. Die ist nicht gern der Kontrolleur von Quarantäne. Kann er zu dem Thema dann auch noch kurz etwas auch dazu sagen. Sondern es ist ein Versagen der hohen Politik, es ist ein Versagen des Unsicherheitsministers Karl Nehammer. Und denken Sie mal einfach zurück an die martialischen Worte nach dem Terrorangriff in Wien. Denken Sie zurück an die martialischen Worte, wie man mit der illegalen Migration umgeht und wie man Hilfe vor Ort leistet auf der Welt. Das machen übrigens wir als Bundesland auch. Das wird immer einstimmig beschlossen. Das trage auch ich mit, sage ich ganz offen. Gibt es immer bestimmte Projekte, Entwicklungshilfe, wo wir sagen, ja, das ist vernünftig. Ist auch gut, wenn Oberösterreich seinen Beitrag leistet. Aber ich möchte jetzt einmal wissen, was jetzt geworden ist aus den Schutzzonen in
Nordafrika, im arabischen Raum oder in Afghanistan, in den Nachbarländern von Afghanistan, wer da mit wem irgendwie was verhandelt hat, gibt es da irgendein Papier, gibt es da irgendeinen Entwurf oder sagen wir die Leute einfach irgendetwas. Und das ist nicht mehr zu ertragen, mittlerweile, was da passiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir sagen, die Freiheit, die wir meinen, dann heißt Freiheit und Selbstbestimmung auch, dass wir ein Leben ohne Angst führen können. Das will ich auch für meinen Sohn, für den Otto, das will ich für unsere Frauen, das will ich für unsere Familien, für unsere Nachbarn, für alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Alle reden immer vom öffentlichen Verkehr, der uns auch sehr wichtig ist in Oberösterreich, das wissen Sie. Aber es gibt auch viele Frauen, die sagen zu gewissen Zeiten, sie nützen kein öffentliches Verkehrsmittel, weil sie sich fürchten und weil sie sich leider Gottes auch zu Recht fürchten aufgrund unterschiedlicher Vorgänge. Ein Leben ohne Angst, das ist wichtig. Und es kann doch nicht sein, dass man sich ständig fürchten muss, dass man von einem auffälligen Asylanten überfallen wird, vergewaltigt wird, umgebracht wird und dann weggelegt wird am Straßenrand, entsorgt wird am Straßenrand. Das muss man so beinhart sagen und ich verstehe bis heute nicht, und das ist ein Thema, da könnte ich emotional werden. Wo ist der Aufschrei der Zivilgesellschaft? Wo sind die Kerzelmarschierer? Wo sind die alle? Wo sind die ganzen Künstler? Popkonzerte zu machen gegen die Gewalt von Asylwerbern. Wo ist denn da irgendetwas? Aktion gegen Gewalt von Asylwerbern. Können wir sie einen Button anstecken? Wir können ein paar Mal machen. Habe ich noch nie gesehen. Denken Sie alle einmal drüber nach, was in diesem Land passiert. Und das kann jeden Einzelnen treffen. Der Fall Leonie ist ja nur die Spitze des Eisbergs mittlerweile. Und wir wissen heute schon, da draußen sind jetzt Frauen und Kinder und Mädchen auf der Straße, die unter Umständen das Weihnachtsfest 2021 nicht feiern können, weil sie von dem nächsten Asylwerber umgebracht werden unter Umständen. Und das ist nicht eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ich weiß schon, da gibt es einen riesen Aufschrei der politisch Korrekten, der NGOs, das darf man doch nicht sagen. Das ist die Erfahrung der vergangenen, nicht Jahre gewesen, der vergangenen Monate. Und das kann es doch bitte nicht sein. Und wir müssen diesen Sumpf aus Asylmissbrauch und Ausländergewalt trockenlegen. Und deswegen setze ich mich auch immer für eine Verfassungsreform ein, dass bei Asylfragen nicht länger die derzeitigen internationalen Vereinbarungen eingehalten werden müssen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass Herr Professor Geislinger heute hier auch anwesend ist und gestern sehr im Detail vorgetragen hat, wo das Problem auch in der Flüchtlingskonvention zum Teil liegt, die Erfahrungen oder was sich die Schöpfer dabei gedacht haben. Es muss hier einen entsprechenden Wechsel geben. Und wissen Sie, ich sage das auch an dieser Stelle, weil ich lasse mir das nicht vorwerfen und ich lasse mir nicht irgendwo in die Ecke drängen. Ich habe null Problem mit Leuten, die anders ausschauen, die anders hassen, die von woanders auf der Welt gekommen sind zu uns und hier arbeiten. Und jeder von uns kennt solche Leute natürlich, persönlich, viele sogar. Niemand hat damit ein Problem. Die ihre Steuern zahlen, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind, die nicht in Parallelgesellschaften leben. Die aktiv sind in den Vereinen, die aktiv sind in der Nachbarschaft, die man kennt und die man schätzt. Aber glauben Sie mir's, das sind auch diejenigen, die Dinge, die wir formulieren, noch viel härter formulieren, weil sie das eigentlich nicht verstehen, wie man in dieses schöne Land Österreich kommen kann, wo wir in Frieden und in Freiheit eigentlich leben sollten, in sozialer Sicherheit, dass man derartige Taten begehen kann. Und deswegen ein Dankeschön an Herrn Professor Dr. Geislinger. Sie sind am Wort und ich bin ein professioneller Mikrofonumsteller. Danke herzlich, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter
geschätzte Damen und Herren, ich bin dem Herrn Bundesparteiobmann und dem Herrn Landeshauptmann Stellvertreter sehr dankbar, dass Sie sich gestern die Mühe gemacht haben, sich meine schwierige Kost gemeinsam mit den Abgeordneten zu Gemüte zu führen. Denn die Wirkungsweise der Genfer Flüchtlingskonvention zu erklären und die Möglichkeiten auszuloten, die einem Staat, der würde er heute vor der Frage stellen, sie so zu ratifizieren und sich hier anzuschließen, wie das in den 50 Jahren geschehen ist, sagen würde, wenn ich das sehe, wie die heute angewendet wird, würde ich nie mehr und unter keinen Umständen eine Ratifikation vornehmen oder diesen Vertrag unterzeichnen. Das ist eine Situation, die grundlegend, das muss sich jeder im Grunde im Lande bewusst sein. Das gilt für die nichtstaatlichen Organisationen genauso wie für die staatlichen Behörden, diejenigen, die in der Europäischen Union das Sagen haben, und für den Flüchtlingshochkommissar, dass man heute an einem Punkt angelangt ist, wo ein Paradigmenwechsel notwendig ist. Dass man sich wieder zurückbesinnen muss, wer denn eigentlich die Herren der Verträge sind. Nicht, wer hat denn wirklich die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und sie dem österreichischen Parlament vorgelegt? Wer ist es, der die Genfer Flüchtlingskonvention interpretiert und der dafür Vorsorge trägt, dass sie so angewandt wird, wie das gedacht war, als man die Konvention abgeschlossen hat und sich ihr unterzeichnet hat? Und das Gleiche gilt im Grunde für die Europäische Menschenrechtskonvention. Und ich habe den Abgeordneten versucht aufzuzeigen, dass wir im Grunde mehrere Ansprechpartner in dieser Situation haben. Der wichtigste Ansprechpartner im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention ist selbstverständlich der Flüchtlingshochkommissar, dem ja die Aufgabe übertragen ist, über die Bestimmung, die Einhaltung der Bestimmung der Genfer Flüchtlingskonvention zu wachen. Das steht im Artikel 35 der Genfer Flüchtlingskonvention. Und wenn man sich nun zurück überlegt, wie ist es denn abgelaufen, rein völkerrechtlich und dann vor dem österreichischen Parlament, dann vergisst man häufig, dass der Zeitpunkt 1967 eine ganz große Rolle gespielt hat, mitten im Kalten Krieg, in dem ein Paradigmenwechsel zum einen stattgefunden hat, dass man die Genfer Flüchtlingskonvention, die ursprünglich auf den Zweiten Weltkrieg allein ausgerichtet war, zu einem Dauerinstrument gestaltet hat. Und streng genommen über einen eigenen völkerrechtlichen Vertrag, das war das Protokoll 1967. Und die Vorstellung dahinter und wie die Konvention seitdem angewandt worden ist, war, dass man Flüchtlinge über den eisernen Vorhang vor Augen hatte. Also diejenigen, die unter Lebensgefahr seinerzeit über den tschechischen, den slowakischen, ungarischen oder über den DDR-eisernen Vorhang in den Westen geflohen sind, wo man einfach vermutet hat, wer das auf sich nimmt, wer so ein Risiko eingeht, der hat eine Vermutung für sich, dass es sich tatsächlich um einen Flüchtling handelt. Und dann waren es nur ganz wenige, die im Feststellungsverfahren, im Flüchtlingsfeststellungsverfahren dann ausgesiebt worden sind und denen man dann gesagt hat, nein, dein Ausmaß an politischer Betätigung oder dein Ausmaß an Verfolgung aus anderen in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen ist so minimal, dass wir dir den Status eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht zuerkennen können. Nicht die Situation heute, und das ist es, was hier über diese Jahrzehnte übersehen wird, ist eine grundlegend andere. Nicht heute hat man es in etwa mit 10.000 Migranten, Migrantinnen zu tun
Und die Aufgabe der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention ist, aus diesen 10.000 Migrantinnen, die vielleicht 10, 20, im Maximum 100 Personen herauszufiltern, die tatsächlich den Status der Genfer Flüchtlingskonvention erlangen können. Die anderen sind es nicht. Wenn Sie nehmen Afghanistan, nicht wer aus Afghanistan letztlich flieht, flieht vor einem bewaffneten Konflikt. Wer aus Syrien flieht, flieht vor einem bewaffneten Konflikt. Und sind nicht in der Person noch zusätzliche persönliche Elemente vorhanden, dann sind diese Personen Kriegsflüchtlinge, und Kriegsflüchtlinge sind keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Ich kann auch die Genfer Flüchtlingskonvention, so sehr ich die Lage der Frauen in Afghanistan verstehe, nicht auf 16 Millionen afghanische Frauen anwenden. Ich kann nicht sagen, diese 16 Millionen afghanische Frauen sind, so gerne, dass der Flüchtlingshochkommissar hören möchte, sind Verfolgte wegen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Das ist eine Fehlinterpretation der Genfer Flüchtlingskonvention, die im Grunde dort also einzumahnen ist, wo man es mit diesem Hauptansprechpartner zu tun hat. Der zweite Ansprechpartner ist die Europäische Union. Nicht durch den Vertrag von Amsterdam ist die Asylkompetenz von Österreich an die Europäische Union übertragen worden. Da hat man sich das erwartet, was der Parteiobmann gerade geschildert hat, dass ein Bollwerk geschaffen wird und sinnvollerweise ein Bollwerk auf europäischer Ebene, das eben die Bevölkerung schützen soll und gleichzeitig helfen soll, dass den Ärmsten der Armen der Schutz zuteil wird und nicht einigen Selektierten, die es aus weiß Gott welchen Gründen trotzdem schaffen, über lange Wege aus ihrem unmittelbaren Verfolgerland in und an die Grenzen der Europäischen Union zu gelangen. Und was man aber nun bei der Europäischen Union sieht, ist, dass sie Empfehlungen des Flüchtlingshochkommissars in verbindliches Recht umgestalten. Dass sie nicht sich überlegen, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Flüchtlingsrechts heute und der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention, nämlich aus so und so vielen Migrantinnen eine so kleine Zahl herauszufiltern, denen tatsächlich der Status nach der Genfer Flüchtlingskonvention zu gewähren ist. Und dementsprechend gemeinsam mit dem Flüchtlingshochkommissar zu sagen, du lieber Herr, so sehr ich dich schätze und deine Befugnis kenne und anerkenne, aber an dieser Vermutung müssen wir rütteln. Nicht? Wir müssen das Paradigma fundamental neu denken. Und wir müssen uns einfach vorstellen, es sind die Vermutung, dass die meisten Menschen Migrantinnen und Migranten sind, das ist der Ausgangspunkt. Und dann, wenn ich in einem Flüchtlingsfeststellungsverfahren die Fakten, so wie der Flüchtlingshochkommissar das verlangt, geprüft habe im Ermittlungsverfahren, sie gegenübergehalten habe den Voraussetzungen für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus, dann zu diesem Zeitpunkt gewähre ich Ihnen dann den Flüchtlingsstatus. Und das bedeutet natürlich, dass man kein Problem hat mit Schutzzonen, kein Problem hat mit Grenzverfahren, kein Problem hat mit Verhängung von Strafen, wenn über illegale Einreise und alle diese Begleiterscheinungen, die letztlich dazu geführt haben, dass man immer die Problematik derzeit am verkehrten Ende anpackt. Nicht anpackt, wenn Probleme sich im Lande schon gestellt haben, wo diese Probleme von vornherein hätten verhindert werden müssen. Und der dritte Ansprechpartner sind die juristischen Institutionen. Es ist letztlich, und auch das muss man ganz offen sagen, ich tue mir als Wissenschaftler leichter, obwohl auch mir dann sicherlich eine entsprechend harte Kritik entgegenschlagen wird, aber es ist auch nicht so, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine nicht kritisierbare Institution darstellt. Nicht? Denn auch
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird man entgegenhalten müssen, dass so wie er heute den Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention und so wie er den Artikel 8, also Recht 3, das ist die Folter, das Folterverbot, Artikel 8, Recht der Familie, so wie er sie handhabt und anerkennt, greift er fundamental in die Genfer Flüchtlingskonvention ein. Und eigentlich begeht auch einen Völkerrechtsbruch. Denn hinter der Genfer Flüchtlingskonvention steht ja letztlich eine Balance zwischen den Rechten, die ein Staat hat, nämlich der Herkunftsstaat eines Flüchtlings, über eine Person seiner Staatsbürgerschaft, in die man sich einmischt. Und das ist eine mustergültige Verletzung des völkerrechtlichen Interventionsverbotes, die eben, wenn man sich an die Genfer Flüchtlingskonvention hält und sie so anwendet, wie sie gedacht war anzuwenden, völkerrechtlich legitimiert ist. Nicht aber so, wie das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte macht. Das heißt, wieder zurückfinden zur Genfer Flüchtlingskonvention und bis dahin, also das geht natürlich nur in Verhandlungen, und ist das Gebot der Stunde, diese Verhandlungen auf der Europäischen Union zu beginnen, einfach zu sagen, zurück an den Staat. Das Paket, das vorgelegt worden ist, ein über 100 Seiten großes Konvolut eines Migrations- und Asylpakets, dieses Paket zu vergessen, wieder von der Stunde Null zu beginnen, sich mit dem Flüchtlingshochkommissar zusammenzusetzen, zu sagen, was ist heute die Situation, die heute zu lösen ist, und dann auf diese Art und Weise die Probleme auseinander letztendlich zu bereinigen. Bis dahin den nationalen Gestaltungsspielraum auszunützen. Nicht? Wir haben es mit einer Richtlinie, mehreren Richtlinien auf der Europäischen Unionsebene zu tun, aber Richtlinien bedeutet gewisse Vorgaben und einen nationalen Gestaltungsspielraum. Meiner Meinung nach ist dieser nationale Gestaltungsspielraum nicht ausgeschöpft und kann der ausgeschöpft werden. Und dann sich zu überlegen, welche völkerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten bestehen denn. Und da muss man auch sagen, nichts, kein völkerrechtlicher Vertrag ist eine heilige Kuh, auch nicht die Genfer Flüchtlingskonvention. Und das bedeutet, das Protokoll 1967 kann man kündigen. Nicht, das ist überhaupt keine große Angelegenheit. Kündigt man das Protokoll 1967, dann ist man immer noch ein Mitglied der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber man wendet die Konvention an im eigenen Ermessen. Und das bedeutet Rückgewinnung der Freiheit, Rückgewinnung der staatlichen Souveränität, auf die beide Hoheherren neben mir hingewiesen haben. Es bedeutet im Grunde auf der staatlichen Ebene, sich wieder dorthin zu finden und zu sagen, letztendlich ist es das Schicksal der österreichischen Bevölkerung, dass der Gesetzgeber seinerzeit über den Abschluss der betreffenden Verträge, die ja im Parlament zu genehmigen waren, an die internationale Gemeinschaft übertragen hat. Erreicht diese Übertragung eine Dimension, die von diesem Willen der Bevölkerung nicht mehr getragen ist? Nicht? Und das bedeutet, wenn sich Richter aufschwingen, Ersatzgesetzgeber zu sein und den Gesetzgeber im Grunde an die Wand spielen und das Recht mit einer sogenannten dynamischen Interpretation so weiterentwickeln, dass der ursprüngliche Buchstabe des Rechts nicht mehr erkenntlich ist, dann ist man eben an dem Punkt, wo man sagen muss, setzt man den Willen des Volkes zum gegebenen Zeitpunkt noch einmal um, dann heißt das eben auch dazu zu greifen, sich von dem betreffenden völkerrechtlichen Vertrag zu verabschieden. Das war es im Wesentlichen, was ich versucht habe, jetzt sehr kurz und schnell und hoffentlich auch für Sie verständlich zusammenzufassen. Gestern war ich beeindruckt, dass man mir folgen hat können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich größte Zweifel hatte, dass mir das gelingen wird. Und ich war also auch von der Qualität der Fragen und der Diskussion als Ganzes in höchstem Maße beeindruckt. Danke vielmals.
Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Also man hat gestern schon sehr genau hinhören müssen und es war ein Fachvortrag, hat mich erinnert an die Universität, aber Sie haben es so gebracht, dass man es verstehen konnte und vor allem auch, was das in der Praxis bedeutet. Ach, danke, Herr Professor. Und ich komme zum Schluss. Wie gesagt, der Titel der Klausur und der Pressekonferenz heute ist, danke, Herbert, ist die Freiheit, die wir meinen. Die Freiheit, die ich meine, ein Buch von Dr. Jörg Haider. Und da gibt es ein Zitat in dem Buch, das besonders interessant ist und passend ist für die heutige Zeit. Da schreibt Jörg Haider: Manchmal habe man das Gefühl, die Rolltreppe der Geschichte läuft im Moment rückwärts und wir müssen uns anstrengen, um zumindest auf der Stelle zu treten. Und die politische Themenlage derzeit lässt diesen Schluss auch zu in Österreich. Die Grünen würden unsere Gesellschaft gerne heraus aus der Moderne und am liebsten wieder zurück in die Kreidezeit führen. Die türkise ÖVP behandelt den Staat wie ihr Eigentum. Und die Migration aus dem Jahr 2015 hat sich nichts geändert. Ein weiterer Kontrollverlust droht. Und beim Thema Corona stehen wir wieder am Anfang von 2020. Wir diskutieren über Maßnahmen, wir diskutieren über Lockdowns. Das alles droht uns wieder. Und da habe ich noch eine Anmerkung, nachdem ich immer angesprochen werde auf meine persönliche Erkrankung. Und ich schildere das immer genauso, wie es war, soweit ich mich noch erinnern kann. Bis heute, und ich erwähne diesen Appell noch einmal, bis heute gibt es keinen medizinischen Leitfaden für Erkrankte. Leute, die sich in Quarantäne befinden und erkranken, haben nicht einmal die Möglichkeit, sich Medikamente in der Apotheke zu besorgen. Es gibt bis heute keine Aufklärung über diese Sauerstoffsättigungsmessgeräte. Ich halte das selber als ein Genesener es für einen Wahnsinn, dass das man bis heute nicht weiß. Und dass das nur im Bekanntenkreis oder von Leuten weitererzählt werden, die selbst erkrankt sind. Das ist ein Armutszeugnis für den Gesundheitsminister und für die Gesundheitsbehörden in diesem Lande. Und ich halte es da durchaus mit manchen anderen Experten, die immer wieder in den Medien auftreten dürfen. Man soll sich mit den Ärzten darüber unterhalten. Ja, das stimmt. Die sollte man ins Boot nehmen, die niedergelassenen Ärzte und die Hausärzte. Und ich erwähne das, weil es mir wichtig ist und weil es meine persönliche Erfahrung ist. Und weil das einem jeden kann das passieren. Und ich hoffe, dass man irgendwann einmal da zur Vernunft kommt und die Leute entsprechend aufklärt. Ich glaube, da könnte man wirklich sehr vieles verhindern. Nicht alles, ist mir schon vollkommen klar. Aber man könnte wirklich vieles verhindern. Ich bitte einfach darum, dass man sich dieser Sache annimmt und dann nicht ständig von Fake News, von irgendwelchen Hetzdingen zu sprechen. Das gibt's nicht. Es kennt sich keiner aus. Nach wie vor, nach 1,5 Jahren Pandemie, das ist eine Schande, was die Gesundheitspolitik betrifft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auf unserem Kurs bleiben, bei den Themen Migration und Sicherheit, bei Arbeit und Leistung und bei Wirtschaft und Umwelt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen. Danke, Herbert. Danke, Herr Professor. Und für Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Ich denke, Sie werden den Herrn Bundesparteiobmann als erster fragen. Bitte. Sonst sind Sie auch nicht so schüchtern. Keine Fragen? Wenn's. Nein, meine Frage wäre, Moment. Der Dr. Lenisch hat gestern Ihre Aussagen, die Sie treffen, als völlig substanzlos bezeichnet und also Sie würden dann nicht genügend kriegen, wenn Sie bei ihm studieren. Der Wissenschaftler des Science Magazin, der hat empört darauf reagiert, dass Sie seine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen haben und für eine Anti-Impf-Kampagne verwenden. Und jetzt wollte ich fragen, ob Ihre Einstellung
dass die Impfung eine persönliche Entscheidung sein soll, mit Ihren Aussagen, die Sie treffen, zusammenpassen? Selbstverständlich passt das zusammen. Ich fange gleich hinten an mit Science. Das ist halt das Problem, wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt, dass man das zitiert, was er gesagt hat. Aber dafür kann ich nichts. Ich kann mir schon vorstellen, wie das war, als der Standard dort angerufen hat. Die werden schon entsprechend einbegleitet haben und eine Horrorgeschichte erzählt haben, wer der böse Politiker ist, der es gewagt hat, da wahrscheinlich den Wissenschaftler zu zitieren. Die Zahlen liegen auf der Hand, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ob es dem einen oder anderen gefällt, ob er zitiert wird, ja, damit muss er leben, wenn er publiziert. Und es ist nichts anders dargestellt worden oder es ist keine Zitation erfolgt, die den Sinn verkehrt hätte. Ja, das ist also mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber ich merke schon, also es sorgt für eine gehörige Unruhe, wenn man aus wissenschaftlicher Literatur dann zitiert. Ich würde auch den Medien hin und wieder mal empfehlen, einen Blick in diese Standardjournale hineinzuwerfen, Nature, Science und so weiter. Es ist sehr, sehr interessant, was dort alles steht, was man sonst nirgendwo zu lesen bekommt. Wäre aber, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich auch für die Bevölkerung, hin und wieder das auch in Medien, die eine große Reichweite haben, entsprechend zu verbreiten. Und zum Herrn Professor Wenisch, also ich habe gestern was anderes zu tun gehabt, als Fernsehen zu schauen. Wie gesagt, ich war im Wahlkampfeinsatz. Ich weiß daher auch nicht genau, mit welchem Zitat er konfrontiert wurde, aber das wäre jetzt meine Antwort auf den Herrn Wenisch. Er ist sicher ein hervorragender Arzt, das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Aber die Frage ist, eine seriöse wissenschaftliche Vorgangsweise zeichnet sich dann halt auch dadurch aus, dass man dann einmal zunächst hinterfragt, stimmt denn das Zitat so? Stimmt denn das überhaupt, was ich angeblich gesagt habe? Oder ist da vielleicht etwas weggelassen worden? Ja? Und dann schaut die ganze Situation vielleicht auch schon wieder etwas anders aus. Und ehrlich gesagt ist es mir neu und auch für viele Mediziner neu, dass man jetzt die Behauptung, sozusagen, dass ein starkes Immunsystem insgesamt gut ist für den Menschen, im Schutz für Krankheiten, ja? Dass man das auch schon in Frage stellt, nur weil es ein Freiheitlicher sagt. Dann sind wahrscheinlich auch die Leute, die Antikörper haben und damit ein starkes Immunsystem haben und Leute, die T-Zellenimmunität haben und so weiter, dann hilft das auch alles nichts mehr. Aber dann geht es schon langsam ins Absurde. Bitte. Sie haben im Sommergespräch des ORF eigentlich dazu aufgerufen, dass man die Kinder alle sozusagen Corona durchseuchen sollte. Das ist aus Ihren Worten hervorgegangen. Sagen Sie mir das einmal, was Sie gesagt haben. Entschuldigung, jeder, der das Gespräch verfolgt hat. Sagen Sie mal, was Sie gesagt haben. Nein, Entschuldigung. So kann man nicht arbeiten. So kann man sehr wohl arbeiten. Jetzt sind Sie ein Schwurbler. Ja, Entschuldigung, ich weise den Vorwurf des Schwurblers zurück. Es haben ungefähr 900.000 Leute das Sommergespräch gesehen. Es war eine indirekte Aufforderung, dass eigentlich gescheiter wäre, die Kinder sozusagen zu durchseuchen, dass das sinnvoller wäre. Das heißt, so haben Sie das nicht verstanden? Habe ich das jetzt richtig? Na, sagen Sie mir das Zitat. Nein, Entschuldigung, können Sie auf meine Frage antworten? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie sind hierher gekommen und haben sich sicherlich solide vorbereitet. Dann kann es ja kein Problem sein, mir das Zitat zu nennen. Entschuldigung, Sie wissen ganz genau, was Sie gesagt haben. Meine Frage ist, sind Sie für die Durchseuchung der Kinder, um sozusagen denen die Impfungen zu ersparen oder nicht? Ich habe dort festgestellt, unter Bezugnahme auf eine vergleichende Studie zwischen Schweden und Finnland, ja, wenn Sie genau aufgepasst hätten, auch in vielen, anderen Aussagen. Nein, das ist kein. Jetzt hören Sie einfach einmal zu, da wollen Sie sich die Antwort auch selber geben. Nein, Entschuldigung, Sie können nicht hergeben. Na okay, na gut. Und dort hat man den Zugang im Schulsystem verglichen. Und das ist deswegen interessant, weil die Finnen ein völlig anderes Modell gewählt haben als die Schweden. Die Finnen haben auf Schulschließungen gesetzt und haben die Lockdown-Variante gemacht, so wie es auch bei uns der Fall war, während die Schweden einen anderen Weg gegangen sind. Und die Regierungsstellen beider Länder haben sich zusammengesetzt und haben geschaut, und was hat das jetzt für einen Effekt auf das Infektionsgeschehen bei den Kindern, bei den Schülern eben und auch bei ihren Familien gehabt. Und man hat festgestellt, gar keinen. Es ist de facto überhaupt kein Unterschied. Und statt dass man sich dann darüber aufregt und jetzt das Gespenst einer Durchseuchung an die Wand malt, so wie Sie das jetzt wieder tun, würde ich mich eher über diese positive Botschaft freuen.
Das ist doch eine gute Nachricht. Wenn diejenigen, die die Schulen offen gehabt haben, die Erfahrung gemacht haben, dass man damit gut gefahren ist. Und dann kommen Sie mit dem Begriff Durchseuchung daher, wohl wissend, dass das genau ganz furchtbar klingt. Das klingt dann schon wieder so, als ob alle Menschen todkrank wären. Und da darf ich an dieser Stelle auch einmal an die Verantwortung der Medien in dem Zusammenhang appellieren. Sie haben einen Haufen Privilegien als Medienvertreter, ja? Vollkommen zu Recht, weil sie auch notwendig und wichtig sind, damit sie als kontrollierende Instanz agieren. Aber sie haben auch eine riesige Verantwortung, weil viele Menschen einfach auf das angewiesen sind, was sie in der Zeitung lesen oder sonst wo hören. Entschuldigung, die Nachfrage. Meine Frage wurde nicht beantwortet. Die Frage hat gelautet, sind Sie für die Durchseuchung, um sozusagen den Kindern, die jetzt unter 12 Jahre sind, eine Impfung zu ersparen? Ich habe diese Frage beantwortet. Bitte. Bezug nehmend auf Ihre Feststellung, dass Sie sich flächendeckend wünschen würden, den Immunstatus festzustellen. Ein Antikörpertest, ein T-Zellentest wird von den Menschen jetzt selbst bezahlt. Wie stellen Sie sich das mit der Finanzierung vor? Naja, das muss natürlich die öffentliche Hand übernehmen. Ich meine, es sind jetzt Milliarden ausgegeben worden. Man glaubt ja immer, die Impfstoffe, das wird ja so getan, als ob das alles gratis wäre und überhaupt nichts kosten würde. Nur selbstverständlich. Und ich glaube, wenn man dann einen entsprechenden Großauftrag, was das ja wäre, man sagt, ich will die Bevölkerung durchtesten, wenn man das entsprechend organisiert, dann würden auch die Preise deutlich nach unten gehen. Aber das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, der Gesundheitspolitik von oberster Stelle her, so etwas zu koordinieren. Und das liegt ja auch auf der Hand. Sie wissen, wir werden jetzt sozusagen konfrontiert mit dieser dritten Impfung. Booster heißt das Ganze. Ne? Und das ist eine Off-Label-Zulassung, die das hat. Okay, wunderbar. Das heißt nicht, dass es illegal ist. Na gar nicht, das darf man machen. Aber da ist eine ganz hohe Sorgfaltspflicht des Arztes dahinter und ein hohes Maß an Aufklärungspflicht. Und es ist immer gekoppelt an die therapeutische Notwendigkeit. Und welche therapeutische Notwendigkeit besteht zum Beispiel bei jemandem, der einen Immunstatus hat? Weil er genügend Antikörper hat oder weil er eine T-Zellenimmunität hat. Das heißt, ich müsste so etwas ja vorher mal feststellen, ich kann nicht als Arzt einfach hergehen und da wird reinimpfen in die ganze Sache. Das widerspricht diesem Prinzip einer Off-Label-Zulassung. Und ich verstehe das nicht, dass das nicht einer der ersten Schritte gewesen ist, die der Gesundheitsminister einleitet. Wenn der feststellt, das ist sehr weit verbreitet, das ist doch großartig. Das ist doch eine großartige Botschaft, wenn das so ist. Ja? Aber offenbar hat man kein Interesse, sondern versucht sozusagen wirklich permanent dieses ganz, ganz düstere Bedrohungsszenario aufrechtzuerhalten, dass sie die Leute möglichst viel fürchten, weil Leuten, die sie möglichst viel fürchten, kann man möglichst viel eindrucken. So kommt man das vor. Aber wenn ich ergänzend was dazu sagen darf, da muss man die Ärzte wirklich in Schutz nehmen. Die Ärzte machen das. Wenn sie zu einem Arzt gehen, der sagt, da haben wir Blut abnehmen, schauen wir uns das an, ich habe das alles machen lassen. Obwohl ich genügend Antikörper nach wie vor, wo man gewusst hat, dass die jedenfalls da sind, ich bin in ein Linzer Labor gegangen, ein bekanntes Labor, machen so Blutabnahme, am Nachmittag haben sie das Ergebnis, das kriegst du per Handy, da steht alles drin, da werden sie auch noch angerufen, was versteht. Auch die T-Zellenimmunität habe ich mir überprüfen lassen. Und ich sage das wirklich als Betroffene, nicht weil das wie Monstranz für mich hertrage, sondern weil ich mich einfach nur wundere, wie argumentiert wird. Ich wundere mich wirklich, auch wie Interviews mittlerweile geführt werden. Da geht es nur mehr darum, sind Sie dieses oder sind Sie jenes? Und dann sagt man, man müsste sich einmal anschauen, ob man Antikörper genügend oder nicht und wie schaut das aus? Und ich empfehle das auch jedem, auch jeder, der geimpft ist, sich den Status überprüfen zu lassen. Übrigens meine Mitarbeiter, die geimpft sind, die lassen das alle machen. Weil man darüber diskutiert und weil man sagt, ja, das war eigentlich wichtig, dass man das weiß. Und der Antikörpertest kostet derzeit, glaube ich, so an die 40, 45 Euro. Stellen Sie sich das vor, man macht das für ein paar Millionen in Österreich. Muss ja nicht für alle sein, das ist ja eh klar. Aber ich sage nur, für einen interessierten Teil der Bevölkerung und nicht eine Seroprävalenzstudie, wie die Frau Dr. Lehrmann meint, für 5000 Leute, sondern wirklich für alle, die das wollen. Und ich sage nur, da gibt es so viele, die sagen, wow, super. Man kann das sogar kombinieren mit einer Gesundheitsvorsorge, mit einer Prävention, vielleicht für ein paar andere Blutwerte, die besonders wichtig sind. Man kann ja das verbinden auch mit einer besonderen Aktion. Und über das will man einfach nicht diskutieren. Ich habe das vor Monaten schon gesagt. Vor Monaten. Und ich frage mich wirklich, da sitzt der Arzt im Gesundheitsministerium
als Gesundheitsminister und das wird einfach nicht gemacht. Und das ist wirklich dann alle anderen in die Ecke zu stellen, alle anderen zu sagen, wie sie angeblich, das will den Begriff gar nicht erwähnen, Geschwurble und alles Mögliche. Es ist alles nicht faktenbasiert. Und die Genesenen, das betone ich an dieser Stelle auch, werden vollkommen vergessen von dieser Regierung. Vollkommen. Und du bist nur ein Genesener, wenn du abgesondert warst. Also dann bist du ein Genesener. Du bist nicht genesen, wenn du Antikörper hast, sondern du bist nur Genesener, wenn du einen Absonderungsbescheid gehabt hast. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Bis heute macht man das so. Ich verstehe ja das, wenn man das am Anfang so gemacht hat. Aber nach wie vor macht man das so. Es gibt ja Leute, die sich infizieren, die es nicht gewusst haben, die aber sich einen Antikörper feststellen lassen. Kenne ich genügend mittlerweile. Die sagen, ich habe gar nichts gehabt. Der Wahnsinn, bis die da erwischt hat. Aber ich habe so viele Antikörper. Der gilt nicht als Genesener. Das müsst ihr sich nochmal vorstellen. Und über das wird nicht diskutiert. Und alles andere sind Fake News. Alles andere sind in der Ecken. Alles andere stimmt angeblich nicht. Und da muss ich einfach die Dinge mit denen ganz normal und in Ruhe beschäftigen. Und bei der Bildung muss man schon auch dazu sagen, da haben wir vom Freiheitlichen Parlamentsclub mit Hermann Brückel schon vor einem Jahr gesagt, was es für Möglichkeiten gibt. Trennwände, diese Acrylglas-Trennwände und alles. Wir haben das schon x-mal gesagt. Alles nicht gemacht. Es ist alles wurscht. Da mal lieber wieder testen, da mal lieber die Eltern verunsichern, da mal die Kinder verunsichern, da mal Kinder ausgrenzen. Was glaubst du, was da passiert, wenn wer einen falsch positiven Test hat? Schauen Sie sich das einmal an, in einem Kindergarten oder in der Schule. Das möchten Sie Ihrem Kind nicht zumuten. Da vielleicht noch ein Wort zur Schule, weil wir ja gerade im Schulbeginn sind. Also ich finde ja das abenteuerlich. Ich weiß nicht, ob Sie sich das einmal angeschaut haben, dass das Unterrichtsministerium ja teilweise diese Luftreinigungsanlagen finanziell unterstützt. Ja, aber für einen Klassenraum, wo keine Fenster drin sind. Ich meine, wie viele Klassenräume gibt es in Österreich, wo Schüler drinnen sitzen, wo keine Fenster drinnen sind? Kann man nichts mehr sagen. Wer kommt auf solche Ideen? Und zum Themenbereich Gesundheitsministerium, da stellt sich der Herr Mückstein hin in Alpbach und bejammert wortreich, dass 30% der Jugendlichen, der Kinder und Jugendlichen durch Lockdown und alles, was es da gegeben hat, sozusagen psychisch in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Aber wo bleibt dann die Initiative zum Beispiel für eine niederschwellige psychotherapeutische Behandlung? Warum macht man es den Leuten so schwer, übrigens auch den Psychotherapeuten? Das wäre ganz, ganz niederschwellig, wie man das machen könnte. Diese Behandlung von diesen Kindern zum Beispiel über Krankenkassen abzurechnen. Das wäre eigentlich eine ganz, ganz einfache Übung, die man sofort in Bewegung setzen könnte. Wird alles nicht gemacht. Und ehrlich gesagt, es ist kein Wunder, dass die Leute das Vertrauen in die Politik verlieren bei diesem Zustand. Sie haben jetzt einige Dinge, jetzt nicht nur Corona betreffend, sondern auch die anderen Themen. Sie haben Forderungen. Wie wollen Sie diese Forderungen durchsetzen? Sie haben gesagt, die FPÖ hat schon lange Maßnahmen auf den Tisch gelegt, die alle nicht erfüllt wurden. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, wir haben keine andere Möglichkeit, sage ich mal, als parlamentarische Initiativen zu setzen, als das Gleiche auf europäischer Ebene auch verstärkt zu versuchen. Das werden wir tun. Letzten Endes geht es darum, damit auch die Bevölkerung dazu zu bewegen, die Mehrheitsverhältnisse zu ändern. So ist es. Es wird irgendwann einmal zu Wahlen kommen. Die erste wird am 26. in Oberösterreich stattfinden und das ist die erste Gelegenheit, hier eine entsprechende Richtungsänderung vorzunehmen. Das geht nur durch eine Verschiebung der politischen Kräfte. Aber uns kann niemand, der seriös an die Dinge herangeht, nachsagen, dass wir keine Vorschläge gemacht hätten. Dass wir nicht gesagt hätten, wie es anders gehen könnte. Und wenn ich heute andere Länder mir anschaue, dann zeigt das ja, dass diese Wege anderswo gegangen werden. Ja, man muss halt nur die eigenen Scheuklappen auch einmal ablegen und sich der Diskussion öffnen. Ich habe immer gesagt, ein verantwortungsbewusster Regierungschef hätte vielleicht nach einer ersten Phase des Schocks in der ganzen Corona-Sache zwei Teams eingesetzt. Die einen, die das Modell Lockdown und so weiter durchspielen, das, was da jetzt bei uns gang und gäbe ist, und ein zweites Team, das an Alternativen arbeitet. Und dann schauen wir, wer sind die Besseren? Wer setzt sich durch? So hat ja Wissenschaft immer funktioniert und so ist auch Fortschritt. Das, was unsere machen, die hängen im Semmelweis-Reflex. Sie werden das erkennen. Und die Geschichte von diesem Arzt ist großartig. Das ist wirklich großartig, weil Semmelweis jemand war, der dem medizinischen Establishment, möchte ich fast sagen, quasi auf die Zechen gestiegen ist,
weil Sie kennen das in den Geburtsstationen im AKH Wien, damals in der Zeit des Semmelweis, hat es so viele Mütter gegeben, die an Kindbettfieber gestorben sind. Das war dort, wo die Ärzte die Entbindungen vorgenommen haben. Und eine Station weiter, wo die Hebammen entbunden haben, waren viel weniger Tote. Und der Semmelweis hat versucht zu erklären, warum das so ist. Und dann hat er gesagt, das hat mit mangelnder Hygiene zu tun. Das ist, weil die Ärzte nämlich vorher bei den Leichen obduziert haben, Frauen mit Kindbettfieber, und dann ohne eine gescheite Hygienemaßnahme zu den Frauen gegangen sind und dort entbunden haben. Und damit haben sie sozusagen diese ganzen Krankheiten weitergegeben und die Frauen sind gestorben. Der Semmelweis hat das gewagt, nur der Aufschrei des medizinischen Establishments war gigantisch. Und der Semmelweis ist dann im Irrenhaus gelandet. Aber Recht hat er gehabt. Recht hat er gehabt. Man sollte auch manchmal auf diejenigen hinhören, die von den etablierten Wissenschaftlern dann als Schwurbler bezeichnet werden. Sie wollen eine Frage? Eine Frage noch, Herr Heimbuchner. Sie haben eingangs erklärt, also, dass Sie gemeinsam kämpfen mit dem Bundesparteiobmann und dass Sie bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis erwarten. Können Sie irgendwie definieren, was für Sie ein gutes Ergebnis ist? Feldstärkste Kraft, über 20%. Das ist eine klare Ansage. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Ergebnis erreichen können. Das ist eine Nachfrage zur Partei MFG. Inwiefern sehen Sie da einen Konkurrent drinnen oder dass der vielleicht nur wichtige Stimmen abnimmt? Schauen Sie, es gibt viele Mitbewerber bei dieser Wahl, zum Teil in den Städten. Ich glaube, in Linz gibt es 11 Listen, Oberösterreich, glaube ich, 9, 10 ungefähr. Das ist das Schöne in der Demokratie, dass jeder kandidieren darf. Schade ist nur, wenn Stimmen verloren gehen im System. Und verloren gehen heißt, wenn man Maßnahmen der Regierung kritisiert, dann kann man in der Freiheitlichen Partei da wirklich, glaube ich, sich zu 100% wiederfinden. Eine starke Stimme für die FPÖ hat auch Auswirkungen auf das, was passiert ist in den vergangenen eineinhalb Jahren oder was jetzt schon wieder geplant ist. Und ansonsten, schauen Sie, jeder hat das Recht, dass er kandidiert. Ganz wurscht, wo er steht. Das ist Demokratie. Das ist die Freiheit, die wir meinen. Ja. Themen abgedeckt werden. Also wüsste ich jetzt nicht im Detail, aber ich weiß, dass manche Medienvertreter oder politische Parteien ein Interesse haben, etwas herbeizuschreiben. Ganz interessant war, glaube ich, die IFES-Umfrage der SPÖ. Da musst du schon wirklich mit den Nerven fertig sein, wenn du so eine Umfrage veröffentlichst. Zur Antikörperstudie, zur Flächendeckenden, wie Sie gesagt haben, so ist da ein gewissen, es ist auf Freiwilligkeit basiert, oder sollte man sagen, ihr sollt mal das und Sinn hat die ganze Geschichte mal die ganze Bevölkerung durchschauen. Also, weil sonst kann man wirklich nur den Interessierten, unter Anführungszeichen, nachher dann, ne? Wir sind nicht auf der einen Seite gegen den Zwang, um ihn dann auf der anderen Seite einzuführen, aber ich glaube, dass wenn man das gescheit kommuniziert, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, das hat ja einen Mehrfachnutzen, das muss man nur geschickt angehen, gescheit aufsetzen und entsprechend kommunizieren, dann glaube ich, dann braucht man da überhaupt gar keine Angst haben, dass sich da nicht sehr, sehr viele Leute beteiligen würden. Ja, ich glaube, das würde ein Riesenerfolg sein.